Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. Babs. In der letzten Folge haben wir gegen den Jade-Barov gekämpft. Ja. Und ja, da habe ich gerade erst alles nachgeguckt, weil ich habe irgendwie voller Blackout, was ich in der letzten Folge gemacht habe, was ich gezeigt habe und was weiß ich. Und ich habe offscreen so viel gemacht und so viele Quests hier erledigt. Es stehen nur noch zwei Quests, glaube ich, offen. Und zwar schockierende Entwicklung, das ist gegen den Unheils-Giginox. Und Grollen der großen Wüste gegen den Jean Moran. Und ja. Ich habe diese eine Quest, wo man gegen einen Jade-Barov und einen Giginox kämpfen musste, gemacht. Und das war ein normaler Giginox, also kein Unheils-Giginox. Deswegen konnte ich den Kampf doch machen. Fand ich sehr schön. Und ich hoffe wirklich, dass der Unheils-Giginox nicht vergiften kann, weil ich habe keine Vrogi-Rüstung bereit, keine stärkere. Und ich glaube, die ist auch verdammt schwer zu bekommen. Und ich... Mir fällt es jetzt ein bisschen schwieriger, irgendwie offscreen zu farmen, weil die Gegner hier langsam echt verdammt stark sind. Und das ist schon ein bisschen frustrierend, hier offscreen zu farmen. Deswegen, weiß ich nicht, will ich erstmal in der Story weiterkommen, damit mir vielleicht ein paar andere Monster oder so über den Weg laufen oder ich vielleicht sogar ein neues Gebiet oder so finde und was weiß ich. Damit ich bessere Rüstung und was weiß ich alles bekommen kann. So, an den Masken hier, von den beiden habe ich auch ein paar Sachen geändert. Ich habe den jetzt hier, weiß ich nicht, weiß jetzt nicht, wie die heißen, die Masken. Der eine ist von diesem Vogel und die andere ist so eine fluffige Maske, glaube ich. Und die habe ich jetzt alle so eingestellt, dass die sich sozusagen aufs Sammeln so konzentrieren, damit ich das nicht noch extra machen muss. Und ja, die Bauaufrüstung hatte ich, glaube ich, schon vorher. Ich habe, glaube ich, zum ersten Mal hier so Dingens gemacht. Wie heißen die? So Dekorationen reingepackt. Ich glaube hier, ich weiß nicht, wo ich die reingepackt habe. Jedenfalls in einigen Sachen. Und zwar, dass sich der Angriff, glaube ich, erhöht. Ne, Quatsch, hat sich... Ich habe eine Dingens reingepackt. Eine, die den Hunger irgendwie verstärkt. So, dass das nicht auf minus 10 ist. Das heißt, ich verhungere jetzt nicht mehr so schnell in dieser Rüstung, was gut ist. So, und jetzt haben wir genug geredet und jetzt machen wir uns auf in den Kampf. Und, warte mal. Ich meine, ich habe da was gelesen, bevor ich gegen den kämpfen wollte. Falls der hier ist. Ist er aber nicht. Was? Ne, ist er nicht. Was? Wo ist denn der normale Giginox? Hier. Okay. Ach, schockierend. Ja, okay, deswegen. Ich wollte schon sagen, ich habe irgendwie gedacht, der greift mit Blitzen an oder so, aber weil er schockierend steht, deswegen kam ich irgendwie da drauf. Da, Donner. Ach so, da. Okay, Donner-Element-Monster. Okay. Ich wollte schon sagen, wie komme ich nochmal auf Blitze? Gut, das Viech scheint mit Blitzen anzugreifen. Ich hoffe wirklich, dass es nicht vergiften kann. Deswegen, ja, ich hoffe es einfach mal. Oh, geil. Erhöht die Geldsumme, die du am Ende einer Quest erhältst. Ich brauche Geld. Ich habe die ganze Zeit irgendwie hier Geldmangel. Ich habe übrigens einen zweiten Charakter auch angefangen, mit dem ich hier mit Pfeil und Bogen kämpfe. Und das ist, als würdest du ein ganz anderes Spiel spielen, ganz ehrlich. Aber macht Spaß. Vielleicht tue ich davon auch mal ein paar Sachen hochladen. Vielleicht spiele ich auch mit dem Charakter online oder so. Zeig ein paar Sachen, weil hier bin ich schon überlevelt. Doch, Mann. Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, online mit dem Charakter gehen würde, würde ich ja, weiß ich nicht, die ersten Monster hier wegfegen einfach. Könnte ich ja locker online alleine machen. Aber wer weiß, ob überhaupt was davon kommt. Vielleicht tue ich nur ein Singleplayer spielen. Mal schauen, was ist hier denn. Nee, kein Bock. Aber versucht viel zu farmen. Brauch irgendwie, weiß ich nicht. Fusium Erz. Ich weiß nur nicht für was wieder. Und ja, ich versuche hier zu farmen, weil ich hatte eins. Und das ist das letzte Gebiet, was ich begegnet bin. Also muss ich jetzt hier irgendwo her haben. Oder ist er? Deswegen bin ich hier durchgerannt und so alles Mögliche aus Green gemacht.
Langsam wird es echt anstrengend, weil die Gegner so schwer sind. Vor allem der Plesiov. Ich hasse es, gegen das Viech zu kämpfen. Dabei habe ich den seine Rüstung noch gar nicht. Und der brüllt schon direkt zweimal. Geil. Im Moment brauche ich auch echt nur die Rüstung. Die gibt Angriff und Verteidigung. Und das ist bis jetzt. Nee, da gibt es zwei Angriff und zwei Verteidigung, glaube ich. Oder drei Angriff, zwei Verteidigung. Und das ist mal echt übertrieben. Ist besser als alle anderen Rüstungen bis jetzt. Also kann ich auch bei der bleiben. Ja, mit meinem zweiten Charakter, weiß ich nicht. Habe ich irgendwie ein bisschen mehr gespielt auf Screen, weil ich bin halt irgendwie leid gewesen, diese starken Viecher die ganze Zeit auf der Fresse zu bekommen. Da bin ich aber, glaube ich, weiß ich nicht, das letzte Viech, weil ich glaube ich erledigt habe, war der Koropeko im Offscreen-Modus immer noch. Soweit bin ich da jetzt nicht. Wer weiß, ob ich da jetzt auch irgendwie weiterspiele. Ich werde sowieso Offscreen ein bisschen runterschrauben, was das Farm angeht. So das Gefühl, wenn ich nicht irgendwie bessere Waffen und so bekomme. Ich brauche mal wieder eine stärkere Waffe. Ich kann eigentlich nur stärker werden, wenn ich eine stärkere Waffe habe. Rüstung bringt mir nichts. Das kannst du nämlich mit Heil-Items und so alles ausgleichen. Wenn ich eine stärkere Waffe allerdings habe, dann sind die Gegner schneller tot. Das hat Farm auch einfacher macht. Macht Sinn, oder? Und mich sollte mal anmerken, boah, erreicht er mich auch noch. Dass ich noch kein einziges Mal vergiftet wurde. Das bedeutet, der Typ kann nicht vergiften. Das finde ich sehr gut. Und ich glaube, entweder Kayama oder Shacha. Einer von den beiden hat, glaube ich, so eine Maske. Ach ja, die Vogelmaske. Die hat die Fähigkeit, dass wenn die sich zurückziehen, irgendwie einen Gegenstand hinterlassen. Das ist auch nicht schlecht, auch wenn das so kleine Sachen sind. Ich auch schon erste Hilfe Sachen und so bekommen. Ich werde gerade dadurch voll passiv irgendwie kämpfe, oder kommt mir halt nur so vor. Da kannst du auch hart werden. Also ich spreche dann an und dann macht er direkt. So war das eigentlich nicht gemeint. So. So, dann ist sein Schwanz irgendwie weicher, wenn ich mal herankommen könnte. Ach, da ist ein Schwanz, okay. Hier vielleicht. Das kann er gar nicht gegen den. Ich kann aber gar nicht gegen die stärkere Version des Lagiakros kämpfen, fällt mir gerade auf. Den stelle ich mir nicht so nervig vor wie ein Plesiov, weil das ist echt das beschissenste Viech, was ich bisher bekämpfen musste. Oh Mann. Das zieht schon so viel ab, ne? Da habe ich schon Donnerbrecher und so was alles aktiviert bei meinem Essen. Ey, du wolltest voll von den Stalaktiten da durchbohrt. Da waren Stalagmiten. Was waren noch mal die vom. Oh, ein kleines Goldei, da kann man gut verkaufen. Welche Dinger waren noch mal die von der Decke kommen? Stalaktiten, ne? Stalagmiten kommen vom Boden, oder? Ja, ich muss mir einen Trank nehmen. Danke. Bin ich überhaupt schon geheilt von meinen Kollegen? Alles gut. Mir fällt aber irgendwie auf, so als Schütze bei meinem Zweitcharakter sind die Kämpfe irgendwie einfach. Das liegt wahrscheinlich noch, weil ich daran, weil ich gegen die schwachen Monster kämpfe, aber trotzdem. Irgendwie Spaß, kann ich nur empfehlen. Auch wenn das eine richtig verkrüppelte Steuerung ist, die man sich erstmal gewöhnen muss. Ja. Bis jetzt hast du noch keine Dings hier. Geschissen. Kinder. Oh.
Wie ich das vermisst habe, gegen das Viech zu kämpfen, ne? Ich muss aufpassen, der muss mich nur einmal irgendwie betäuben, dann liege ich da wehrlos. Immer eine neue Waffe haben, ganz ehrlich. Eine stärkere, sorge mir das mal. Gegengiftkraut, das brauche ich gar nicht gerade. Komm her. Ja, ich glaube, da kann keine Babys machen. Ah, danke, endlich mal. Oh. Als ich gegen den Original gegen Nox gekämpft habe, habe ich auch nicht mit einem Großschwert gekämpft, oder? Ich glaube, ich weiß auch warum. Jetzt kann ich deinen Kopf wieder erleben. Wow, ich bin zum Umfallen gebracht. Sehr gut. Das habe ich auch ein Debüt gewesen. Ich muss irgendwie eine Möglichkeit finden, stärker zu werden. Damit ich schneller farmen kann. Die einzige logische Lösung, die mir eingefallen ist, war ja Story weiterzumachen. Also, weil das ist ja Story, aber die Quest weiterzumachen, damit mir vielleicht, weiß ich nicht, neuer Rang geöffnet wird, ein neues Gebiet und was weiß ich. Weiß ja nicht, was hier noch kommt alles. Zwei Ringe kommen ja auf jeden Fall noch. Danach kommen noch mal so ein paar Seiten. Also irgendwann muss es ja mal Schluss sein, hoffe ich. Ich friss mal ein gebratenes Steak. Und Max. Ja, ich glaube, meine Ausdauer geht jetzt nicht mehr so schnell runter. Allein nur, weil ich zwei Punkte da reingeballert habe. So eine Dekoration und die irgendwo, glaube ich, in der Rüstung oder so drin habe. Ja, hallo. Und ja, dadurch wird der minus 10 Nebeneffekt natürlich annulliert, weil da habe ich nur 0,8, minus 8. Hi. Ich weiß noch immer, wie ich die Giftspuckangriffe von dem Viech immer annulliert habe. Ich bin einfach gegen sein Gesicht gerollt. Keine Ahnung, irgendwie wurde dann sein Angriff annulliert. Ist auch nicht mehr so. Er hat Gift einfach mit meinem Gesicht aufgefangen. Ein Viech aber immer noch so oft schreit, das geht mir so auf den Nerven. Was kann ich den Schwanz angreifen? So, das ist mir nicht wert. Ja, danke. Boah. Alter. Oh, verdammt. Ich dachte, ich habe noch eine Waffe gezückt. Oh. Hilfe! Oh Gott. Also, Maha. Boah, was hat für ein Stern? Maha. Geh doch nicht so nah daran, Schotter. Na, den Schwanz, den hab ich kaputt. Habe ich auch irgendwas kaputt gehauen. Alter, das hat so eine Reichweite, ne? Das ist doch nicht mehr witzig. Ah, oh, nee. Oh, das auch noch. Ja, und jetzt kann er fliegen, natürlich. Ich sowieso schon immer unfair. Ich kann einfach giften. Ein Packen irgendwie. Eine riesige Reichweite. Und dann kann es auch noch fliegen.
Nicht eines der unfairsten Monster überhaupt, finde ich. Die normale Version. Die finde ich jetzt nicht so schlimm. So, Farbball ist aus. Zum Glück fahre ich nur hier. Na. Bams. So, habe ich jetzt den kaputt gehauen, den Kopf oder nicht? War so gut positioniert jetzt. Ja, damit. Oh. Ja, daneben, damit triffst du mich nicht. Bams. Jetzt auf die Ebene. Aha. So, bitte keinen Schrott. Oh, jetzt sind Kampfsachen, aber trotzdem. Oh. Ich habe trotzdem so das Gefühl, meine Ausdauer geht irgendwie voll schnell runter, wenn ich renne. Aber ich habe das Brustteil kaputt gemacht, glaube ich. Sehr schön. So, ich nehme mal das hier, ne? Helles Extrakt. Oh, danke. Ah, nee, ich muss ja auf den Schwanz jetzt. Alter, kannst du mal aufhören, immer zweimal hintereinander zu machen? Das gehört sich nicht, Mann. Oh, oh nein. Nicht, wo ich hinrennen sollte. Sehr gut. Ich hab alle Sachen mal abgetrennt. Ja, toll, wann soll ich denn das jetzt aufsammeln? Ja. Doofe Idee, ne? Nicht getroffen. Ich stand direkt dazwischen. Geil. Ja, diesmal nicht. Oh, gut. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe den Kopf angegriffen. Er ist gerade wieder weich geworden. Ich finde den Angriff immer noch scheiße. Ja. Ja, diesmal hebe ich das nicht auf. Kommt irgendwie sofort, tut einer von den beiden voll schnell immer den Kampf verlassen. Nützt dir jetzt nicht, rot zu werden jetzt. Ist jetzt gleich Geschichte, hoffentlich. Hoffentlich. Da liegen schon zwei Sachen. Soll das echt nicht riskieren. Mahnkraut. Okay. Wo ist der andere? Wo ist der? Oh nein. Gekräuter, die sind eigentlich nicht schlecht. Eigentlich Wesens. Oh. Ja, du verlässt das Gebiet, Mann. Mich auf den Arm genommen. Ey. Das bin ich bestimmt betäubt, ne? Vorräte geliefert, ja. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest. Ich verpiesel mich mal ganz kurz. Tu mir jetzt die Vorräte ab, kannst mich mal. Ich könnte eigentlich immer 10 Minuten hier rumgammeln und dann die Aufnahme starten. Fällt mir gerade so auf. Wird irgendwie einfacher machen. So, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen, weiß nicht, langweilig, aber was soll's? Ich hoffe nur mal sicher. Ich möchte nicht zu viele trinken und so verbannen.
Oder Steaks. Kriege ich eine Dungbombe? Hier sind doch gar keine anderen Viecher, oder? Ja, du hättest ruhig den Rest teilen können. Vorhin. Jetzt brauche ich das nicht mehr. Jetzt habe ich ja ein gemütliches Bett und der hat sowieso jetzt das Gebiet gewechselt. Gut. Schön. Alles läuft nach Plan. Okay. Oh, ist immer noch zwei Gebiete entfernt. Ah. So, erste Hilfe. Ich bin ein bisschen doof gemacht. Aber man kann theoretisch ja 10 Minuten warten oder so und dann kriegt man die Sachen. Restzeit. Ja, okay, 15 Minuten. Ah. Da hat man nur noch 35 Minuten Zeit, um ihn zu erledigen. Das ist doch easy. Aber bei einigen Viechern bestimmt nicht, ne? So, ich bin wieder da. Jetzt brüllt er erstmal wieder, ne? Lass mich. Oh. Das geht mir so auf den Nerven. Jetzt brüllt er wahrscheinlich nochmal, ne? Macht er doch immer. So, jetzt komme ich einmal hier hin, hau dich und du bist tot, ne? Besser. Okay, den Angriff kann ich jetzt nicht. Hier geblieben. Ha, umgefallen. Schauen, fahr ich mal langsam. Oh, Verteidigungsstärkung, sehr gut. Jetzt eine Angriffsstärkung. Und Schärfstärkung, was weiß ich. Ich weiß, gibt's nicht, egal. Gehen wir da trotzdem. Om nom nom. Okay, du willst nicht, dann esse ich. Was macht der den Angriff? Bekannt aus dem Original Giginox. So, jetzt gib mir deinen Schwanz, den mach ich kaputt. Ach man. Ja, also gut. Nein, nicht bitte kötteln. Nein. Verstehe nicht, warum da keine Babys legen kann. Nicht, dass ich das vermisse oder so. Gott sei Dank. So ein bisschen weniger nerviger. Na, ausgerechnet jetzt, ne? Na, stillhalten. Mann, ich komme da nicht durch. Zum Glück hat das verzögerten Zünder, nehme ich an. Ja, da waren ein paar gute Treffer. Der auch, Bams. Ja. Boah, teils von Zittern. Sehr kalt. Und ein paar Eisgetränke, die gebe ich dir aber nicht. Der sieht noch voll frisch aus. Mann. Ich irgendwie so eine Bombe oder so bekommen. Komm mal näher. Natürlich kommst du nicht. Du machst noch einen Schritt nach hinten. Sehr gut. So oft habe ich den im normalen Giginox-Zustand nicht zum Stun gebracht. Okay, so oft habe ich auch gar nicht gegen ein Viech gekämpft, glaube ich. Und nicht meine Rüstung irgendwie komplett vom normalen. Au.
Ja, dann kommt er mit so was wieder. Ja, ist gut, Mann. Hier. Boah. Boah. Ich kann gar nichts mehr machen, ja. Da will ich, kann ich mich jetzt nicht bewegen, ja. Boah. Leck mich, was war das? Bitte nicht auf mich. Oh, gut. Alles auf Chacha. Sehr gut gemacht, Chacha. Du wechselt schon. Nein, wo geht der? Boah, jetzt habe ich wieder einen Farbball nicht drauf. Das ist immer so typisch. Jetzt weiß ich nicht, wo er hingegangen. Jetzt weiß ich nicht, wo er hingeht. Er ist gerade da lang gegangen, als er da rausgeflogen ist. Also. Nehme ich mal an, das hier. Dreck. Boah. Ja, okay, geh raus. Du bist jetzt mal auch da hingegangen, als du da reingegangen bist. Super! Oh, ich hasse dieses Viech. Oh. Warum? Wo kann er denn sonst sein? Oder ist er bei 3? Kann er nicht da sein, weil er ja zu Fuß hingehen können. Oh, ich hasse dieses Viech. Ich freue mich, wenn es gleich tot ist. Oder bist du? Na, warte, komm her. Schon mein dritter Farbball. Ich glaube, takt. Schon feig doch jetzt mal endlich. Hätte genau das meine ich. Wie soll ich denn anständig fahren, wenn jeder Kampf irgendwie eine halbe Stunde dauert? Sehr viel besser werde ich in den Kämpfen, glaube ich, auch nicht. Deswegen brauche ich eine stärkere Waffe. Da habe ich eigentlich schon eine starke Waffe, aber ich brauche eine noch stärkere. Deswegen will ich jetzt weitermachen mit dem Quest, damit ich vielleicht bessere Waffen kriege. Ob ich die besiege, ist keine Frage. Bis jetzt. Weil bis jetzt immer noch kein einziges Mal dreimal verreckt, glaube ich, oder? So etwas sterben ist jetzt eigentlich echt außer Frage. Boah. Alter, dieser Angriff, ne? Hat so eine bekackte Reichweite. Oh. Oh, da komme ich rein und da köttelt er direkt. Boah, jetzt kriegst du auf den Freezer. Nein, nicht auf den Schwanz. Boah. Boah, echt jetzt? Ich mich so unglücklich gedreht habe, oder was? Na komm. Geh weg. Mach mal an. Kampf wird noch ewig dauern, oder? Boah, ich wusste. Warum wusste ich, dass der Angriff als nächstes kommt? Das war knapp. Jetzt humpelt da. Hier geblieben. Boah, es fliegt da natürlich. Am Farbball auf dich, ey. Du kannst mir nicht entkommen. Und ein kleines Goldei. Ja, klein und sehr wertvoll. Jetzt bist du dran. Warte, jetzt bist du dran. Dich gebe ich jetzt voll feste. Was zum... Der humpelt schon. Hey!
Kacke, erinnere mich nicht. Das so läuft jetzt standardmäßig so. Ja. Komm nach raus. Ja, nicht leiden, wenn die Monster immer am Rand irgendwie am Gammeln sind. Warte, wenn du jetzt gleich... Oh, verdammt. Nein. Eps, haben wir reingehauen vorher. Warum mache ich jetzt nicht so melodramatisch? Du bist schon Geschichte und du weißt es. Oh Gott. War knapp und ich habe den nicht getroffen. Er mich aber auch nicht. Der macht einfach so ein Insektenviech da kaputt. Okay, gut. Ich einfach nicht getroffen werde von dem. Wenn ich jetzt voll unter ihm bin. Wer mich vorher nicht getroffen hat. Ha! Nein, nicht brüllen. Ah. Wenn es hier irgendwie so ein Item wie Ohrstöpsel gibt oder so, ne? Will ich das haben. Ha. Ist ja jetzt nicht Nomadgebiet, ne? Ich habe keinen Bock mehr. Noch mal. Mach ich jetzt endlich, Mann. Boah. Geht er mir auf den Nerven. Aber in der Plesia. Oh, ich köpfe dich jetzt. Jawohl. Ha, bevor der hier im Rage-Modus hier gegangen ist. Er rot geworden ist wie eine Tomate. Gigi Haut. Okay. Sag mir nicht, jetzt gibt noch stärkere Version von diesen Viechern. Also Schreckensdingens Giginox. Und ich davon auch noch eine Rüstung herstellen muss. Feuerkristall. Boah, Blutstein. Bosser Kacke. Nimm mal das hier. Blutstein. Boah, ist das Kacke. Gratium brauche ich nicht. Lilium, ja. Okay, ich sammle lieber nichts ein. Da kriege ich hier, wie heißt das, Fusium Erz. Und ja. Ja, und dann passiert das. Und das Ding ist weg. Dann würde ich mich so ärgern. Gut, haben wir den auch erledigt. Finde ich schön. Gut. Gruselig out, glänzendes Amulett. Ja, das ist bestimmt wieder was voll geiles. Ja, weg damit. Questbelohnung 10.000. Was? Objekt. Ich habe 20.000 bekommen? Was? Okay. Okay, die Goldeier, ne? Aber trotzdem. Das war mal eine Menge Geld. So, und hier wollen welche mit mir reden, die beiden. Und hier die. Aber das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Weil der Part schon lang genug. Na gut, dann sage ich Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.